Ja, in der letzten Folge ist Pavel leider gestorben. So, ich habe das so übernommen. Also er speichert immer am nächsten Tag, wie es scheint. Und deswegen, na, ruhige Nacht, aber. Pavel wurde letzte Nacht getötet. Ich bin froh, dass ich es nicht war. Ich muss vorsichtig sein. Oh, Pavel, das darf sich nicht wiederholen. Jetzt ist sie deprimiert. Ich bin traurig, jetzt ist sie sogar deprimiert. Ich glaube, wir werden es diese Staffel nicht schaffen. Beidet. Bitte, Katja. Gib nicht auf. Es ist so schwer weiterzumachen. Bruno, es ist einfach schwer. Ich weiß, Katja, ich weiß. Aber Pavel. Pavel soll. Lass Pavel nicht umsonst gestorben sein. Ja? Pavel hat sich echt Mühe gegeben für uns. Bruno ist krank geworden. Hier, nimm erstmal die leichten Medikamente. Medikamenten, ja. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Wer sind Sie denn? Hallo Nachbarn. Ich habe interessant, guten Tag. Ich wohne weiter unten die Straße und mir ist aufgefallen, dass ich euch nicht. Von den Rebellen beschlagen habe. Ich weiß nichts von einem, den sie übersehen haben. Es ist niemand gelandet. Nee. Abgemacht. Ihr werdet es nicht bereuen. Oh Mann. Ich hoffe, wir verlieren Bruno jetzt nicht. Die Vorräte sind wichtig. Wir brauchen die Vorräte. Die haben Pavel abgemurkst, diese Säcke. Jetzt bringe ich die um. Runter, dann zeige ich dir, was das für ein Geräusch war. Ja, komm ran.
Komm hier und ich mach dich platt. Das ist das erste Mal. So. Wir haben Messer. Oh, glaub mir, dafür, dass ihr Pavel abgemuckst hat, lasse ich euch zahlen. Also sollte er erfahren, dass er fertig ist, ich denke später darüber nach. Das ist für Pavel. Hoffentlich war niemand da. Zwei Essen. Herr Russland, wir können nicht zulassen, dass sie uns so ausrauben. Sie ist am Boden zerstört. Ah, das ist nicht so gut. Wie soll ich überleben, wenn Plünderer versuchen, mich zu töten und auszurauben? Eins war schon, ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt, in Ländern der dritten Welt. Dachte ich zumindest einst. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand. Müssen wir wirklich töten? Gibt es keine Alternative? Es ist gut, es ist okay. Du hast Pavel gerecht.
brauche Alkohol, Mann. Es war ein Jammer, aber es muss es sein. Es war für Pavel, ja. Es gibt Alternativen, es gibt Alternativen, aber das musste sein. Es ging nicht anders. Und wenn der Händler vorbeikommt, dann... Dann gibt es eine Runde Schnaps. Sie ist hier gerade auf Totalverweigerung. Geh du mal ins Radio. Plünderer, ganz toll. Hättest du mal eine Flasche Schnaps mitgebracht? Ja, sie ist deprimiert. Ja, ich weiß, töten geht da auf den Geisteszustand, aber ich meine, die haben auch einfach. Die haben einfach getötet. Man hat jetzt keine Wahl gelassen. Ich wollte Pavel dann noch rausbringen, aber. Wie hoch wären mit einer Bandage seine Überlebenschancen gewesen? Ich weiß, du hast nicht viel Platz, aber habe ich das Messer jetzt dabei? Habe ich das Messer jetzt dabei? Ich habe das Messer nicht dabei. Ja, tschüss, Alter. Da sind die drei Banditen einfach und ich habe das Messer nicht dabei. Oh nein.
hat ja Selbstmord begangen, so will ich nicht enden. Ich muss mich aufraffen. Verdammte Scheiße. Wir haben unsere beiden Plünderer verloren. Ist, was du kriegen kannst, Bruno. Ich sag's dir, ist, was du kriegen kannst. Plünderer werden wieder stehlen und dann. Mach dich satt, Junge. Nehmen uns alles weg, Bruder. Bruno, du bist der letzte Mann. Und soll ich dir was sagen? Du darfst heute Abend wieder ran. Du bist die letzte Bastion in dieser Hölle. Boah, der Selbstmord nimmt mich jetzt echt mit. Hätte das nicht anders enden können? Gab es wirklich keinen Weg? Ich wusste nicht, dass sie sich selber umbringen können, wenn sie deprimiert sind. Hast du Schnaps, Mann? Ich gebe dir schon mal alle Kräuter, die ich habe. Kriegst du meinen Zucker? Schnaps. Und wenn doch, plündere ich deine Leiche. Es kann sein, dass es jetzt nach einer Woche zu Ende ist. Es gibt nichts Besseres, um die Stimmung aufzuhellen. Er ist betrunken. Dann geh mal schlafen, Junge. Alleine und betrunken. Und wenigstens nicht depressiv. Den Schnaps hätte ich eher gebraucht, Junge. Den Schnaps hätte ich eher gebraucht. Wir sind unschlagbar, ich sag's euch, wir müssen uns nur weniger Sorgen machen. Bruno, wirst du verrückt, Mann? Du bist alleine hier. Du bist allein, Alter. Hier ist sonst keiner. Also, wir haben das Messer dabei. Bist noch immer betrunken, Alter?
Ganz ruhig, keine Panik. Ich wusste, dass er bewaffnet war und er hätte auch geschossen. So, Bruno will kämpfen, der will überleben. Ich sag euch, dass wir kriegen das hin. Alles gut, Bruno. Ach, schon wieder. Besser Medikamente. Ja. Und sie haben das wenige genommen, was wir hatten. Ja. Geht es recht schwer, getöten oder getötet werden? Es gibt keine Alternativen. Das musste getan werden. Wenn nicht von mir, dann von jemand anderem. Ja, Bruno. Du sagst es, es ist nie leicht, so, aber jetzt bedien dich erstmal. Hier, gönn dir was zu essen. Du hast keinen Grund, deprimiert zu sein, Junge. Du musst weitermachen. Wenn du jetzt aufgibst, ja, dann ist das Spiel vorbei. Du prügelst dich dadurch, du hast immer gesagt, du musst überleben. Ich kämpfe auch dafür. Der Typ hatte eine Knarre und der hätte dich fertig gemacht, das weißt du. Es gab keinen anderen Weg mehr nach draußen. Das war die einzige Möglichkeit. Das war die einzige Möglichkeit, wirklich. Also, ich meine, ich habe fest damit gerechnet, dass jemand da ist, ja. Und mir wird ziemlich klar, dass irgendwas passieren muss. Zu dumm, dass Katja sich umgebracht hat. Ich habe einen Stuhl, doch ich könnte auch einen Sessel gebrauchen. Ich habe ein Bett und ich kann unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls ich einmal krank oder verletzt wäre, habe ich einen Ort zum Ausruhen. Ich habe ein Radio und höre es gerne. Mir fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte mir dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben, gönnt mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten. Aber ich fühle mich einsam und es fehlt an Zigaretten. Wenn du sonst keine Sorgen hast, Junge. Damals war es noch wir. Pavel wurde getötet. Katja hat Selbstmord begangen. Mensch, Bruno, du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich weiß, du bist deprimiert, aber Futterpillen, wenn es sein muss.
das der Vater mit dem Kind? Besteht da Hoffnung? Ja, das sind die beiden. Bruno, die Rettung kommt. Hallo, ich bin Christo. Christo hieß er, genau. Das meint, wir haben letzten Monat im Keller unseres Hauses gelebt. Wir wurden von Soldaten gezwungen, es zu verlassen. Sie scheinen ein ordentliche Menschen zu sein. Und ich frage daher, können wir hier bei Iskra ist zu jung, doch ich werde dafür arbeiten. Als Teenager habe ich auch dabei Brennholz für unser Haus zu hacken. Ich könnte dasselbe für euch hier tun. Was sagen Sie dazu? Du bist dabei, Junge. Komm rein. Bruno, hau dich hin. Abstinenzler. Willst du ein Klatschspiel spielen? Ja, die sind aus dem Little Ones DLCs und ja, was soll man sagen? Komm, Kleines. Halt Bruno mal auf, der muss weitermachen. Loch eigentlich, das interessiert mich jetzt. Ach hier, direkt in der Küche im Erdgeschoss. Warum machen wir das denn nicht zuerst zu? Bruno, was ist los mit dir? Bist du traurig? Ich bin nicht traurig, ich bin nur etwas müde. Ach, Bruno, sei doch ehrlich, Mann. Sei doch einfach ehrlich. Dann geh spielen hier im Radio. Keine Angriff. Selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. Wenigstens sind jetzt alle Bretter zugenagelt. Können wir uns einen Ofen leisten? Tut mir leid, aber das Kind ist jetzt in dem Fall kein Platz, um da rumzuspielen, ja? Ich könnte einen Sessel bauen, aber der Ofen ist wichtiger. Und dafür brauche ich noch 8 Teile und ein Brett. Sie spielt. Mit dem Messer werden wir nicht weit kommen.
Ich glaube, ich habe mit 5 vielleicht sogar zu viel gespart. Ich glaube, ich war mit 5, war ich echt noch zu geizig. Ich habe da ein saumieses Gefühl, ehrlich. Oh, das war jetzt unvorsichtig geöffnet. Essen im Brett und Teile hier, nimm mit. Das brauchen wir alles. Nahrung ist wichtig. Buch wollten die haben. Komm, ich gebe mal, schmeiß mein Buch mit rein. Zigaretten kann ich verstecken, oder? Ich glaube, ich habe gerade nur die Zigarette mitgenommen. Hier ist noch Essen. Da ist nichts Wertvolles. Medikamente sind wertvoller als das Buch zum Beispiel.
dass das Kind glücklich ist. Naja, glücklich ist hier wohl Definitionssache, ne? Aber lass das Kind mal die Wände bemalen. Das ist vielleicht. Ja, vielleicht hilft das. Komm, Kind, iss Gemüse. Du weißt es also nicht. Nein, warum sollte er denn wissen, wann der Krieg vorbei ist? Ja, Bruno ist noch deprimiert. Ich meine, gut, er hat seine Freunde verloren. Also Bruno macht bis jetzt was Hartes durch. Ich weiß jetzt nicht, was Christo und Iskara so machen, aber der geht's momentan noch gut. Ich denke nach zu viel. Ja, warum redest du denn nicht ehrlich mit dem Kind, Junge? Könntest doch wenigstens versuchen, ehrlich zu sein. Da ist gerade jemand gestorben. Schreiende Soldaten, Schüsse. Was ist denn das für ein Leben? Die ersten 5 Tage waren Horror. Die erste Woche absolut beschissen. Klar wäre ein Buch nicht verkehrt, aber. Kann ja im Radio rumspielen hier. Bewaffnete Angriffe und Überfälle. Komm schon. Thank you.
Es wird kälter. Das Problem an Kindern in diesem Spiel ist, dass Kinder nicht besonders viel machen können. Das ist das Problem. Entschlossener Vater, ich habe das Gefühl, dass das Messer uns absolut nicht retten oder helfen wird. Ehrlich gesagt habe ich jetzt ein bisschen Angst davor, was mich in der Kirche erwartet. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es nichts Gutes ist. Scheiße, rennen! Nein! Ich möchte nicht wie Christus getötet werden. Vielleicht könnte ich im Unterschlupf bleiben, während jemand anders rausgeht, um nach Vorräten zu suchen. Ja, wer soll denn rausgehen? Die Kleine hat ihren Vater verloren. Ich hasse sie alle. Ich will, dass Christus wieder da ist. Ja. Wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre. Deprimiert und müde. Bruno, was ist los?
Sie fühlt sich einsam. Ja. Ich will dafür auch was sehen, weißt du? Ja, doch, leider. Krieg ist fürchterlich scheiße. Du hast gar nicht mitgekriegt, wie Christo getötet wurde. Ich will nicht alleine spielen. Komm, die Nacht nehmen wir noch mit. Es kann sein, dass wir jetzt alles verlieren nach 10 Tagen.
Nur noch ihre Mutter. Fuck, rennen. Ich wusste nicht, dass wir hinter der Ecke getroffen werden können. Ich habe es zu spät gesehen. Scheiße. Oh, dieser Run war eine Katastrophe. Pavel wurde getötet. Schon am vierten Tag. Katja hat bloß zwei getötet, um Pavel zu rächen. Das ist. Sie hat Selbstmord begangen. Der hatte eine Knarre, er oder Bruno? Mein Papa ist gestorben. Ich habe die ganze Nacht geweint. Ich wollte auch sterben. Bruno wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Diese Plünderer in der Kirche, ne? Iskara hat den Unterschlupf verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Ich glaube, die Ma schafft es alleine nicht. Iskara, ich sage mal Iskara. 11 Tage nur. Pavel ist leider gestorben. Wird seine Familie eines Tages nach Pogrom zurückkehren und sein Grab besuchen? Oder wäre es eine schmerzhafte Erinnerung an alles, was sie durchmachen mussten? Scheren sich die Toten überhaupt drum? Katja konnte mit ihren Erlebnissen umgehen, nicht mit ihren Erlebnissen umgehen und brach völlig zusammen. Sie wurde tot aufgefunden, ihre Hand umklammerte immer noch ihr Kriegstagebuch, ihre Eltern erfuhren nie von ihrem Schicksal. Christus starb während der Belagerung von Poren und ließ sich gerade lediglich mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter zurück. Sie sollte ihn für immer vermissen.
Trotz aller Anstrengungen überlebte Bruno den Krieg nicht. Das Schicksal seiner Freundin, um die er sich Sorgen machte, bleibt unbekannt. Ja, das war der erste Anlauf von This War of Mine. Es ist das Spiel ist intens. Also es ist so schwierig durchzukommen. Es ist so schwierig und dann weißt du, sie haben Waffen und du hast ein Messer, du versteckst dich in der Ecke, du stichst zu und versuchst deinen Charakter da irgendwie noch rauszubringen. Du versuchst den Christo, den Familienvater, du hast, weißt du, ich habe ihn in diese Hölle geschickt so. Und ich dachte, in dem Versteck wäre er sicher, hab mir den geholt und dann kamen sie alle mit Schrotflinten, Pistolen und. Vielleicht hätte ich Bruno noch retten können, wenn ich schnell genug geplündert hätte oder einfach weggelaufen wäre. Ich weiß nicht. Das ist, naja, dann der Selbstmord von Katja, der hat mich mitgenommen, weil ich muss sagen, bei Katja, ich hätte gedacht, sie kämpft noch ein bisschen. Ich wollte bei Katja dieses Tagebuch. Ich wollte es endlich fertig haben, ja. Ich wollte, dass sie den Krieg überlebt, dass so eine Doku daraus wird oder sowas. Es ist alles so schief gegangen. Ja, um es mit den Worten aus Fallout zu sagen, Krieg bleibt immer gleich, meine Freunde. Krieg bleibt immer gleich.